Idealistin. Ich glaube fest daran, dass wir irgendwann wieder die Zeiten haben, wo Tennis im Fernsehen live übertragen wird und nicht nur die Grand Slams bei Eurosport, sondern wirklich, dass man, ich glaube, dass das Problem daran ist, dass Tennis als Tour, wie sie aufgebaut ist, ist wie ein Narrativ in einem guten Buch oder in einem guten Film. Und um alles mitzuerleben, sollte man von Anfang bis Ende dabei sein, weil es führt ja auf die Jahresendfinale hin, wer die besten 8 Spielerinnen oder bei der ATP die besten 8 Spieler waren. Und wenn man dann immer nur bei den Grand Slams einschaltet, dann verliert man ein bisschen was. Man hat immer noch tollen Sport zu sehen, aber man verliert ein bisschen was. Und dazu muss es besser medial präsentiert sein. Hinter den Kulissen arbeite ich dran beim ZDF, um Tennis mehr in den Vordergrund zu schieben, um das mehr nach vorne zu schieben. Das ist mein Ziel und daraus mache ich kein Hehl, auch nicht hinter den Kulissen, auch nicht vor den Kulissen. Ich finde, es ist ein toller Sport, der nur auf den ersten Blick sperrig ist. Ich glaube, sobald man drin ist, kommt man nicht mehr raus und ich versuche, diese Sperre irgendwie zu entfernen. Ist nicht so leicht, weil mit die Erwartungen in Deutschland nach Boris Becker und Steffi Graf sehr hoch liegen. Einerseits war Boris einer der charismatischsten Spieler, unabhängig davon, was jetzt in seinem Leben passiert, war einer der charismatischsten Spieler, die wir jemals hatten. Nicht nur in Deutschland, sondern generell im Tennissport. Und Steffi Graf war eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen, die wir jemals hatten. Und das zu wiederholen ist wahnsinnig schwierig, auch mit einer Angie, die 3 Grand Slams gewonnen hat, auch mit einem Zverev, der vielleicht irgendwann Grand Slams gewinnen wird. Deswegen sind die Erwartungen sehr, sehr hoch. Vielleicht irgendwann in 30 Jahren, wenn die Generation Becker, Steffi Graf ausgestorben ist, auch cancelled jetzt, vielleicht können wir dann nochmal neu anfangen. Aber ich glaube, dass am Ende der Sport sich schon, was das Schöne ist am Tennissport für uns persönlich, es ist so ein globaler Sport, dass egal, auch wenn in Deutschland es ein bisschen schläft, es gibt immer andere Länder, jetzt ist in Polen gerade ein Hype ausgebrochen wegen Iga, so dass es immer irgendwo auf der Welt einen Tennis-Hype geben wird. Aber mein Wunsch ist es schon, dass ich da irgendwie helfen kann, dass der Sport nochmal in den Vordergrund gerät. Und natürlich mit dem Ziel, dass er im TV ohne weitere Kosten für Menschen zugänglich ist und präsent ist. Darf ich dazu was sagen? Also wir haben ja interessanterweise, als wir Veterans Aces gemacht haben, ne? Das war ja, also die WTA hat ja alle Spiele abgesagt, als es mit Corona losging. Und ja, es ging darum, dass die Spiele dann ja nicht fliegen konnten und dann halt eben keine Punkte sammeln konnten. Ne? Die WTA gesagt, okay, das ist unfair. Und dann haben wir Veterans Aces gemacht. Wir haben so ein Zuschauer gehabt. Wir waren über 156 Länder, haben es ausgestrahlt. Also live, das war ja Wahnsinn. Also ich habe die Öffentlich-Rechtlichen nicht verstanden. Ich habe die überhaupt nicht verstanden. Also immer nur mit Scheuklappen, blind, immer nur Fußball, 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 Fußball. Das war absurd. Das ist absurd. Es gab, war so ein Interesse da. Also ich finde, die sind schlecht beraten. Ja? Die trauen sich wenig, die Öffentlich-Rechtlichen. Vielleicht haben ein bisschen Angst momentan, wegen der ganzen Mediatheken da von Netflix und wie die alle heißen. Aber sie müssen ein bisschen in der Realität ankommen. Also der Zuspruch ist ja da. Das Interesse ist ja da. Und wir haben es auch in Köln gesehen. Ja, der WDR hat dann ein bisschen ausgestrahlt. Naja, aber um 14 Uhr, werktags, war ja vielleicht auch die beste Zeit. Ja? Also wer guckt WDR um 14 oder 16 Uhr oder so? Ne? Also das ist, also in Westdeutschland guckt man ja abends erst Fernsehen. Ja? Also in Ostdeutschland kommt man zwar tagsüber, aber in Westdeutschland erst abends. Ne? Das gehört sich so, dass man erst abends im Fernsehen anmacht. Also ich finde ZDF, ARD, die müssen sich ein bisschen machen.